Was liegt da am Boden? Verdammt, was liegt denn da am Boden? So, Rika, was liegt denn da jetzt am Boden? Es ist Gold. Oder Hacksilber. Habe ich das nicht gesagt? Ich sagte dies. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Ach, hier sind wir. Dass du es weit gebracht hast. Danke. Da ist so ein Tor. Vater, da drüben! Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Es ist gut. Ich weiß es. Nein, weiter runter. Und jetzt hat sich das andere wieder geschlossen. Oder es sind drei. Ich sehe etwas da drüben. Was hat er gesehen? Achso, der macht das Tor mal alleine auf. Soll ich nochmal zurück? Weiß ich nicht. Ich glaub, weiß nicht, ob das hier gerade ein Storyweg ist oder ein Special. Mark? Storyweg oder Special? Das hier. Naja, hier in dem Raum kannst du dich ja schon mal umschauen. Ja. Verborgene Kamera. Ah, okay. Geheimbereich entdeckt. Siehst du, dann kannst du dich Sorry, Mark. Entschuldigung. Special. Sieh mal hier, noch eins. Ah, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen. Baut er eine Mauer rund um Jötunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte sein Volk beschützen. Der erste Teil ist leider verbrannt. Wäre bloß das letzte Bild verbrannt worden. Eine sinnlose Schande. Ach, das war dieser Riese. Hm? Das war dieser Riese, den wir jetzt gerade... Wenn da so ein blaues Tor ist, gefällt mir das nicht. Ja, mach einfach mal. Dieser Ort fühlt sich an wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss draußen erklären. Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Machst gern unheilvolle Bemerkungen. Was? Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder? Ah. Danke. Ist die eventuell zu schwer für mich? Glaube ich nicht. Kannst also du halt das Tor aktivieren? Oh ja, 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 das ist ja ein Tor. Wobei wir jetzt Mark fragen können, ob wir das aktivieren müssen, indem wir durchgehen oder ob das so aktiviert ist. Nein, da wir schon einmal durch eins durchgegangen sind, ist immer noch rot, das geht das nicht. Ich glaube, wir können die Tore erst bewegen, wenn wir in einem bestimmten Punkt in der Geschichte sind. Dann können wir hin und her reisen. Ich finde das echt merkwürdig. Irgendwas machen wir mit den Toren falsch, meiner Meinung nach. Das ist doch unlogisch. Wir finden ständig Tore und können nicht durchgehen. Doch, wir können ja durchgehen. Wir können darin jetzt zum Weltenbaum gehen, aber nicht wieder zurück. Weil wir jetzt gerade noch nicht dahin gehören. Oh, da so, ist da vorne was. Wird die Walküre sein. Du kannst jetzt nach oben entlang gehen oder du gehst direkt da unten hin. Als ob. Und ja, der Chat hat uns gerade gespoilert, was wir hier bekommen. Oder was hier Ach, ist. Schatzi, bitte. Das ist ja lächerlich jetzt. Das ist doch kein Spoiler. Das ist eine Vorhersage. Das ist dasselbe. Ach, das war der Witz dahinter. Na? Was denn? Wir haben es kurz vor 11, da darf der Jens auch mal müde sein. Nee, du hast geatmet.
Ich hab gegähnt. Sorry, not sorry. Ich würde sagen, die würde ich vielleicht später aufsammeln. Eine Walküre? Gefangen? Sie hat es wirklich getan. Eine Walküre? Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Töte mich! Ich wollte gerade sagen, du weißt, Schild hoch und R2 geht auch, ne? Ich krieg aber gerade wieder mal das Schild nicht hoch. RL1 ist Schild. Oh shit. Ich hab nicht auf die Lebensleiste geachtet. Soll ich's machen oder willst du? Na, lass ihn dich mal noch heilen. Wir hatten Glück. Und jetzt R2. Wo ist die Axt? Ja. Soll ich es machen? Ja. Ich wollte zu dem Punkt hinrennen und dann hat sie mich von der Seite angegriffen, dann war es vorbei. Es ist nicht zum Punkt hinrennen, wenn du vorher noch 5000 Mal auf den Gegner einschlägst. Nein, das hat. Wenn du währenddessen aufgehört. Immer wieder vergisst, wo dieses Schild ist, ne? Und du hast ja sogar einen Heilungszauber. Ach, den habe ich komplett. Ja, den hast du vergessen. Wie kriege ich den denn? Und was muss ich denn dann drücken? L1, ne? Schild halten und O. Sag L1, sag nicht Schild halten. Ich weiß nicht, wo Schild halten ist. Du weißt doch nicht, wo L1 ist. Also ist es. Doch, L1 finde ich noch. Konzentrieren, Junge. Da steht Gunnar. Das ist vor allem so lustig, dass du auch das andere verlernt hast, was ich dir gezeigt habe. Nee, das mit den kurzen R1 mache ich. Mit diesem dass die schwingt. Nimm die Pfeile. Pfeile sind wieder da. Das war daneben. Warte, heilt er mich jetzt? Sie ist auch selber gerade nicht drauf geachtet. Ja, jetzt habe ich halt wirklich. Da kam ich jetzt nicht gegen an, weil der noch im Angriff war gerade. Willst du es nochmal probieren? Ja, ich sag dir, okay. Das ist jetzt nicht so. Nö, das sage ich auch so. Aber das kriegen wir hin, das ist machbar. Hast ja gesehen, wie gut ich sehe. Anfänglich. Ich komme da nämlich nicht mehr hin. Wo? Ach da. Ich komme da nämlich nicht mehr hin, das Ding ist nachher zu. Das hier, das Tor ist zu. Ein unwürdiger Gegner.
Siehst du, der läuft dann nicht. Ja, was erwartest du denn, wenn du sie anvisierst? Ich komme zu dir. Wieso, wenn ich sie anvisiere, kann ich nicht mehr weglaufen, oder wenn was? Wenn du sie anvisierst, kannst du nicht rennen. Echt jetzt nicht? Dann bewegt er sich halt immer auf sie ausgerichtet. Ich kann nicht, wenn die anvisiert ist, nicht mehr wegrennen. Das ging doch bei den ganzen anderen Gegnern auch. Weil du dann im Kampf das Anvisieren verloren hast. Ach so. Das war mir jetzt nicht bewusst. So. Die Kiste. Die ist offen. Die ist schon ausgepackt. Ach so. Mach dich bereit. Ja, dann machst du doch auch das Anvisieren weg, oder? Mich stört das nicht. Ich möchte dazu sagen, dass wir das ganze Spiel hier auf leicht machen. Und wir kriegen die nicht hin. Doch, wir kriegen die hin. Nein, aber wie schwer muss die denn erst sein, wenn du auf normal spielst? Darum ging es mir jetzt. Das kann sein. Weil das Spiel ist doch nicht auf normal, ne? Nein. Nimm gleich irgendwie die Hilfe auf. Scheiße. Du musst dich heilen. Du musst da weg. Ich sagte doch, ja, du warte. Musst da weg. Ja, ich bin doch dabei. Ganz entspannt. So, ich konnte diese Attacke jetzt nicht ausweichen. Die zieht hier trotz Schild was ab. Bei der letzten Attacke zieht die wirklich viel ab. Ja. Ich bin jetzt nur gerade überlegen, wie ich es halt hinkriege. Gibt es hier eine Ausweichtaste, die ich noch nicht verstanden habe? Das musst du Marc fragen. Echt? Jetzt öffnen die Ja, siehst du doch. Ja, die leuchtet nicht mehr. Achso. So, Schild nach oben, dann wird man dich loben. Du bist unglaublich. Ich meine, anfänglich geht der Kampf ja noch. Der roten Attacke kannst du nicht ausweichen. Also nicht mit dem Schild abwehren. Scheiße. Nee. Ich komme zu dir. Keine Ahnung, ist schon lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ja, ich guck's auch mir gleich nochmal an, bevor. Scheiße. Nee. Ja, dann lass mich mal. Die kriegen wir hin. Ich wollte gucken, aber es lag kein grünes Ding da zum Heilen. Das liegt nur rum, wenn du sie schlägst. Ah, okay. Wenn du sie ihren bestimmten Schaden verursacht hast, liegt das rum. So, warte mal. Das da kriegst du halt leider nicht. Schwerer Angriff, leichter Angriff, bla bla bla. Ausweichen X. Okay, gut. Das ist wichtig. Dann mal los! Schwarzer!
Sonst kann es auch sein, dass du die anderen Pfeile nehmen musst von Atreus. Ob die mehr abziehen. Stirbt gleich. Pfeile? Nee, man kann hier nicht so gut ausweichen. Nee, nee. Die anderen Pfeile ziehen auch, glaube ich, nicht so viel. Da war ein grüner Stein direkt neben dir. Was ist, wenn ich sie übertreibe? Okay. Lass mich nochmal probieren. Ich glaube, ich lerne den Kampf gerade. Und ja, der Kampf, den soll man wahrscheinlich später erst machen. Aber ich mach den jetzt. Ich krieg den gedeichselt. Ich soll es also nicht nochmal. Es bringt was. Hast du das Gefühl, viel. Dass. Nein. Ist nicht böse gemeint, aber. Ich dachte, wir wechseln uns trotzdem ab und weg. Wir können uns gleich, wenn ich es jetzt nicht schaffe, können wir uns gerne abwechseln. Dann kann mir wenigstens keiner unterstellen, ich hab's nicht probiert. Ja. L2 und R die Dreiertassen. Die macht halt, wenn du Berserker machst, direkt eine harte Gegenattacke. Ah, verdammt, der kann hier nicht ausweichen. Ah. Ein Moment! Wir hatten Glück! Jetzt habe ich aber auch wieder nicht mitbekommen, dass ich so wenig Energie hatte. Soll ich dir das demnächst echt mal ansagen? Hilft dir bringt das? Bringt mir ehrlich gesagt nicht so viel. Wir kriegen die hin. Ich hab die falsche Kostenkombination gehabt. Das hat mich dann direkt, die hat mich dann direkt bestraft. Ich wollte Schild und eine Special-Taste drücken und das war leer und das hatte ich nicht gesehen. Somit hat das nicht funktioniert. Dann wollte ich ein bisschen Abstand kriegen von der blöden Kuh. Dann war ich aber wieder, hatte ich die aber anscheinend anvisiert und dann kam ich nicht weg.
Ich weiß auch noch nicht so ganz, wann ich das mit dem Schild drücken soll. Ob das ist, wenn der Kreis kommt oder... Ich lasse mich gerade absichtlich ein bisschen verprügeln, um es rauszufinden. Wenn der Kreis kommt. Das war zu spät. Andere Attacke, andere Richtung. Okay. Ich bin nur gerade dabei, den Kampf zu lernen. Ich versuche halt diesen Kampf zu lernen. Warum? Weil ich es hier nicht mehr kann. Ja, aber es bringt dich nicht weiter. Aber das ist nur Lebensenergie und die ist voll. Das ist für meinen Fehler. Die eine Attacke bricht durch und dann kannst du danach nicht mehr verteidigen. Ich will zu diesem grünen Punkt, verdammt nochmal. Jetzt hast du sie nicht mehr anvisiert gehabt. Grüner Punkt unter dir. Wie wäre es mit deinem taktischen... Scheiße. Willst du weitermachen? Vielleicht kriegst du sie jetzt. Ja, toll. Alles verbraucht. Willst mich verarschen? Ich hab sie richtig... Wir haben sie richtig gut weit runtergekriegt für meine Verhältnisse. Wenn die offen ist und du die Pfeile reinmachst, das hilft richtig. Von der Lebenslinie. Wieso? Ich hab sie doch weit runtergekriegt. Aber auch alles verbraucht bis dahin. Ja, ist ja wurscht. Nee, hätte ja klappen können. Ist es nicht. Man muss ja am Ende... Haushalten oder was? Vorsicht, von hinten! Aber X ausweichen nutzt du auch nicht, ne? Ich versuche es. Falle, 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 Falle. Pfeile. B-
Weil ich glaube, das hält die rote Attacke ab. Kann das sein, wenn du die Pfeile richtig triffst? Ja. Ja. 3. Falle, falle, falle. Ist immer noch zu stark. Wieso man dieser Attacke nicht ausweichen kann, obwohl es gezeigt wird, dass man ihr ausweichen kann, nervt. Wir machen zu wenig Schaden und du atmest ins Mikro. Entschuldigung, mein Mikro ist runtergerutscht. Jo. Schatz, ich kann nichts dafür. Möchtest du? Nein. Du willst ihn jetzt machen. Ja, ja, klar. Okay. Du hast ja immer den Part, den ich spiele, um dich zu sammeln, dir zu überlegen, wie du es nicht so besser machst. Nee, das macht mich nervöser. Das, ja, dann nicht. Dann mach. Nee, das macht mich nur bekloppt, weil ich halt sehe, dass ich das falsch mache. Letztes Mal hatte ich den voll weit runtergebracht. Mein Problem ist, dass ich halt noch nicht so ganz verstanden habe, wann. Ich habe das vorhin mit dem Verteidigen gut hingekriegt. Nett. Sehr hilfreich vor allem. Also wenn der rote Kreis kommt, sollst du X drücken. Soll ich ausweichen, ja. Wiederbelebt? Nein. Du bist zurück. Such dir irgendwas Grünes. Kann ich nicht. Die ist, glaube ich, ein bisschen zu heavy jetzt an dieser Stelle noch. Selbst für leicht. Ich wollte gerade sagen, soll ich noch einmal? Ich kann mal kurz gucken, okay, ob ich was an der Ausrüstung mache. Ja. Man da nochmal was verstärken oder verbessern kann. Was haben wir denn hier? Gewonnene Griff der Wiederbelebung, bla bla. Scharfschützen, Gesundheitsschub. Hohe Bonusaktivität. Schub bei einigen erfolgreichen Präzisionswurf. Das ist uns scheißegal. Erhöht die Stärke, Abwehr und Glück. Verwirrend zu setzen, Wert. Nee, eigentlich ist schon so okay. Wir gucken mal kurz hier. So. Ach ja, stimmt, der hat ja auch noch Zauberangriffe. Abklingzeit. Ja, das ist eigentlich schon das Beste. Mhm. Tick, tick. Wir
haben wir etwas. Was man hier hat, jetzt Sturm hat Frost und so viel. Auch eine kürzere Abklingzeit. So. Ne, das ist schon sinnvoll. Und bei der starken Attacke. Das. Die ist, glaube ich, was besser dafür, ne? Hm. Hat auch weniger Abklingzeit. Also ist schneller wieder zu verwenden. So, was haben wir hier? Können wir doch eigentlich gleich die verwenden, ne? Hm. Die macht das. So. Hier kann ich keine Rune reinpacken. Nee. Okay. Hier haben wir, glaube ich, schon das Beste drin. Stimmt, man. Draußen war aber nicht der Schmied, ne? Naja, müssten wir ein Stück zurücklaufen. Bis zu dieser Höhle, glaube ich. Na ja, gut, das ist uns ja ist jetzt egal. So, genau das. Ne, das ist uns jetzt gerade Latte. Was haben wir hier? Ah, okay. Mal, haben wir irgendwas im Nahkampf, was sinnvoll ist? Warte. Halten Sie ausweichen? Achso, nee. Bringt uns jetzt alles gerade nicht so wirklich was, ne? Mal kurz die Bayer Trio gucken. Wir könnten versuchen, bei Gegnern deutlich mehr Schockschaden. Hm. Wäre eine Option. Mhm. Erhöht die Feuerrate. Wie jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber ja, kann ich machen. Ich mache mal das. Ja. So. Und das hier wäre noch mehr Schockschaden. Ja, mach. Wenn wir das Geld haben. Erfahrung. Erhöht die Feuerrate des Clownbogens. Hm, mach. Ja? Müssen wir sowieso ja irgendwann machen. Okay, das sind dann die Leuchtepfeile. Die sind uns ja gerade egal, ne? So, hier im Rage-Modus. Bräuchten wir 10.000, die haben wir nicht. Mm-mm. Okay, was haben wir hier? Das ist der Schildkampf. Nee, das bringt uns gerade alles nicht so wirklich viel. Wir bräuchten etwas, was halt den Rage-Modus blocken, einer Projektilangriff. Bringt uns hier nichts, wenn sie... Nee, das bringt uns alles so wirklich gerade nichts. Ja, dann würde ich sagen. Noch einmal und dann. Hörst du es in dem Video noch einmal? Ja, ja. Und okay. Dann kannst du dann den finalen Kampf. Also. Wir gucken gleich. Wir gehen ja davon aus, dass ich das jetzt nicht hinkriege. Rage. Ah.
Scheiße, das kam von hinten. Ich wollte zu diesem grünen Punkt ran. Du standest auf einem. Echt jetzt? Den habe ich nicht gesehen. So, aber in der nächsten Folge zeigen wir es der Walküre, wer die Walküre ist. Bis dann. Tschüss.